Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Beim letzten Mal sind wir hier in das USAF-Dingens gegangen. Und haben das Medaillon für diesen Farmer hier rausgeholt. Der. Du machst das. Gut, ich sollte dich im Auge behalten, wenn du mich das nächste Mal besuchst. Wow, ihr seid echt viele, nicht wahr? Also noch. Die war ja niedlich. Oh. Hallo? Reicht dann auch, ne? Wir haben das Medaillon hier rausgeholt, haben das Dings da fertig gebaut. Diesen Signalfänger. Den hatten wir angefangen und dann habe ich den nicht fertig gekriegt, weil ich zu doof bin. Und. Ich hoffe, das Zeug ist Staub. Da habe ich mich doch schon fast ein bisschen verjagt. Nachrichtenraumschlüssel. Achso, falls man nicht hätte hacken können, hätte man hier einen Schlüssel gekriegt. Okay. Hier kommen wohl nicht sehr viele Passanten durch. Was glaubst du? Alle paar tausend Jahre mal einer. Ach, das ist nur eine Öllampe. Okay. Superkleber. Und sonst hatten wir hier alles, ne? Sind wir hier schon drin? Nee. Funkhocken. Ist kaputt. Funkhocken. Handy, ein Staubwedel. Boah. Sagen wir, 100 Jahren ist dieser Ort hier wieder blitzblank sauber. Die ist auch der Meinung, je öfter man einen Witz bringt, desto besser wird der. Es tut mir leid, Piper, das ist nicht der Fall. Wo geht's denn hier rauf? Da vorne, bin einmal rumgelaufen. Oh, Genie. Naja. Fusionskerne haben wir ja genug. Darum müssen wir uns ja auch gar nicht hetzen lassen. Die Drogenkiste, die machen wir. Ups. Die machen wir natürlich auch mal eben hier auf. So. Cool. Easy. Was ist das alles? Zeug. Die haben wir schon gelootet. Ach genau, wir sind ja links abgebogen. Jetzt gehen wir mal rechts rum. Ach ne, jetzt sind wir wieder hier unten. Gut, ich glaube, wir haben das Ding hier abgefrühstückt. Dann können wir wieder gehen. Gehen wir gerade noch das Medaillon zurück. Ist hier noch was? Ja, ganz klar. Ja. Zeug, keine Kiste oder so. Ne. Das ist zu. Hier nehmen wir noch mit. Sehr schön. Haben wir das abgefrühstückt. Kann er da. Okay. So, was haben wir hier denn noch so? Jedenfalls Bluff. Flug, Morden Center. Covenant. Also zentral haben wir schon eine ganze Menge aufgedeckt. Das ist wahrscheinlich in den Nebenstraßen ist noch einiges, aber naja. Gehen wir mal eben hier zu Farm. Werden das mal eben abgeben. Ich werde gerade nicht angegriffen, ne? Ich stapfe mal durch euer Gemüse. Hallo? Achso, da hinten durch. Gibt es hier eine Tür? Nö? Da muss ich einmal außen rumlaufen. Verzeihung. Ich konnte ja nicht ahnen, dass ich kein hin. Weißt du, wofür war das?
Morgen. Hallo. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Was immer die Minuten brauchen, sie können sich auf uns verlassen. Yeah. Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Und Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Cool. Hallo, Conny. Nee, doch, da, Conny. Hallo. Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel, aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Jo. Sicher. Schrot, haben wir Schrotmunition, Ladung Holz. Also zum Bauen alles, ne? Ladung Beton, Ladung. Ist alles. Sehr einfach. Mentats. Ne. Alles nicht so meins. Wir haben 7000 Kronkorken. Wir haben allerdings auch ein Level up. Das können wir jetzt mal direkt verteilen, bevor wir es wieder vergessen. So, was haben wir denn beim Charisma? Meisterhändler, schwarze Witwe. Ne, ohne Begleiter will ich nicht. Mit Hund, ne. Tierfreund, was haben wir hier noch? Cool, Versorgungsruhen. Du bist niemals alkoholabhängig. Einschüchtern. Was haben wir davon, wenn wir allgemein auf Charisma gehen? Überredungskünste, Preise, sofort ein Punkt. Wir sind insgesamt ziemlich ausgeglichen. Charisma 5, Glück 4, Wirklichkeit 5, Intelligenz 6, Ausdauer 5, Wahrnehmung 6, Stärke 6. Ja komm, machen wir das mal. Ein bisschen was auf Charisma legen hier. So, nächste Quest. Molekularstufe ist Hauptquest. Sprich mit Preston. Das könnten wir auch mal machen. Wir sollen ja noch deren Hauptbasis wieder frei machen. Dann gehen wir mal hin. Mal gucken, was dabei rumkommt. Die Skorpione sehen auch so ekelhaft aus. Es regnet wieder, ist doch schön. Morgen! Brauchst du was? Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Hören wir uns noch mal an, was mit passiert ist. Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Was? Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Ja. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Auf geht's, Preston! Was macht eigentlich mein Inventar? Ist noch Platz. Gut. Mal gucken, was wir so nehmen. Wir haben ja einiges. Aufklärung mächtig, das haben wir noch dazu gekriegt. Hier war doch noch irgendwas. Rückstoß gedämpft. 109. Ist sie gefaved? Nee. Kniekracher. Wir haben einige sehr eigenartige Gegenstände hier. Aufgabenkarte. So, wir sollen jetzt Volt 81? Bist du Austin in der Klinik? Warum? General Atomics Fabrik. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich hier überall hingehen soll. Jo, das hat uns den Tod eingebracht, das war sehr schlau.
Das mache ich nicht. Sieh dir die Fallakten an. Wer auch immer Bobby ist. So. Dann gehen wir mal. Oh Gott, ist ja viel zu tun. Dann gehen wir mal von wo aus am besten? Bolzenklapp aus dahin. Und eine Markierung dahin machen. Dann gehen wir vom Bolzenklapp aus dorthin über diesen einen Laden da und vielleicht hilft uns das ja irgendwie. Mal gucken. Wir sind ja eigentlich ziemlich gut ausgerüstet. Weil ich ja gerne mal die MK1 Rüstung hätte. Oder die XM, wie auch immer die Rüstung heißt, ist sehr geil. Ich habe auch bisher nur in Erzählungen davon gehört, aber die soll sehr geil sein. Piper ist am Schlüssel, wir müssen nach dort. Swans Teich ist, glaube ich, auch so eine. Oh. Das ist die Combat Zone? Bin ich denn jetzt? Combat Zone, ah, siehst du mal. Ach komm, machen wir das mal eben noch. Untersuchen. So. Ja. Oh, ist ja furchtbar, wenn der 10.000. So. Aha. Jemand da? Nö. Was für eine Verschwendung. Bring wir es hinter uns, okay? Wo? Da ist wer. Sieht nicht freundlich aus. Combat Zone, also Kampfort. Combat, also Kampf, bewaffneter Kampf. Das Combat Zone. Nirgendwo ist es so schön, ermordet zu werden wie hier. Ach Gott. Dann gehen wir doch mal rein. Was kann da schon schief gehen? Hier scheint eine richtig gute Action zu sein. Rule Breakers. Ist das sowas wie der Fight Club oder was? Hat. Und damit endet diese Runde. Kate ist der unangefochtene Sieger. Und wer ist das? Hallo. Was schon? Die hat ihr nichts verloren. Zerleg die Schlampe. Gut. Da ist ja jemand ziemlich gefährlich. Nicht schlecht. Viel Gebrüll, wenig Gehirn, was? Kann ich sehen. Scheiße, dafür wirst du bezahlen. War sowieso hässlich. Wiedersehen. So, was haben wir jetzt davon? Meinst du, das war schon mit denen? Wir wollen keinen Ärger. Zumindest nicht noch mehr. Ach, schau doch einfach mal nach oben, verdammter Feigling. Zum Teufel damit. Ich bin zu schön, um so den Löffel abzugeben. Moin. Ist es vorbei? Naja, das hätte auch schlimmer ausgehen können. Weiß nicht. Von meiner Position aus sah mir das recht beeindruckend aus. Bist du verdammt nochmal high oder was? Warum frage ich das überhaupt? Natürlich bist du das. Hab den Kampf ja trotzdem gewonnen, oder? Du bist ausgelaugt und wirst langsam schluderig. Natürlich musst du dir darum jetzt keine Sorgen mehr machen.
Offenbar hat der Spaßvogel hier uns gerade arbeitslos gemacht. Bin mir nicht sicher, ob ich dich küssen oder dir mein kleines Vögelchen hier auf den Hals hetzen soll. Ich hab dir doch gesagt, dass du mich nicht mehr so nennen sollst. Was ist das für ein Ort? Nicht mehr im Geschäft? Hab euch das Leben gerettet? Scheinbar in Schwierigkeiten. Was ist das für ein Ort? Bist nicht aus der Gegend, was? Das ist das Combat Zone. Die beste Arena im Commonwealth. Kate hier ist unsere Hauptattraktion. Mehr als 100 Kämpfe unbesiegt. Früher bedienten wir anständigere Kunden. Aber vor rund 2 Jahren kam eine Raiderbande an. Und wir wurden ein exklusiveres Etablissement. Ah ja. Zumindest bist du unseren gesamten Kundenstamm aus dem Genpool entfernt und uns arbeitslos gemacht. Entschuldigung. Das passiert nun mal. Habe ich fast jeden Dienstag. Gehe ich irgendwo hin, mache die ganze Meute platt und dann beschweren sich alle. Das ist voll gemein. Ich habe euch das Leben gerettet. Dafür solltet ihr mir danken. Danken? Dafür, dass du unseren Unterhalt ermordet hast? Tut mir leid, dass wir vor unserem Heiland nicht auf die Knie fallen. Das waren nicht die freundlichsten Jungs. Aber diese Idioten zu unterhalten hat immerhin unsere Miete bezahlt. Zur Hölle mit denen! Da werden schon neue kommen. Braucht nur eine kurze Verschnaufpause, dann bin ich wieder bereit. Eine Verschnaufpause? Was? Damit du dir noch mehr Dreck in den Arm schießen kannst? Nein, nein. Weißt du was? Ich glaube, das war ein versteckter Segen. Du hast das Ende des Kampfes ja gesehen. Was hältst du von Kates Arbeit? Warum? Hat bessere Seelen? Hat Talent? Naja, die hat voll K.O. gehauen, ne? Sie hat zweifelsohne Talent. Siehst du? Gibt doch noch Leute, die Qualität erkennen, wenn sie sie sehen. Es sind nicht deine Kampfqualitäten, um die ich mir Sorgen mache. Also, das ist mein Problem. Ich habe plötzlich keine Zuschauer mehr. Keine Zuschauer heißt keine Einnahmen. Und wenn du mir keine Kronkorken verdienst, Vögelchen, bist du kein Aktivposten. Dann bist du eine Belastung. Für mich. Und für dich selbst. Also, ich hätte mir Folgendes gedacht. Wie wäre es, wenn du ihren Vertrag übernimmst? Sie begleitet dich? Passt auf dich auf? Schau, du würdest mir einen Gefallen tun, während ich hier alles wieder auf Vordermann bringe. Was meinst du? Ich? Und die? Fragen wir mal, warum. Warum willst du, dass sie mich begleitet? Ja, Tommy. Warum zur Hölle willst du mich unbedingt loswerden? Vielleicht denke ich einfach, du hättest dir eine Auszeit verdient. Bei euch beiden habe ich irgendwie ein gutes Gefühl. Also, was meinst du? Mich würde interessieren, was Kate davon hält. Meine Meinung ist wohl gar nicht gefragt. Vertrag ist Vertrag. Außerdem, willst du wirklich hierbleiben? Keine Zuschauer, keine Kronkorken, keine Gesprächspartner. Außer mir. Oh Gott, gutes Argument. Braves Mädchen. Also, sie ist dabei. Wie sieht es mit dir aus? Oh, warum nicht? Klar, ich könnte jemanden brauchen, der auf mich aufpasst. Gut, dann ist das geklärt. Und hier, nimm das. Das sind die Einnahmen des letzten Kampfes. Bezahlung für den Kammerjäger. Jetzt mal langsam. Was genau willst du ohne mich hier anfangen? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich richte diesen Ort wieder her. Vielleicht für eine weniger blutige Kundschaft. Und jetzt verschwinde endlich von hier. Du hast hier nichts mehr verloren. Vögelchen. Du bist ein echter Drecksack. Weißt du das, Tommy? Das musst du mir nicht erst sagen. Dann musst du wohl zu mir kommen, wenn du aufbrechen willst. Jo, dann schicken wir Piper mal wieder in die Wüste. Und? Bereit zum Aufbrechen? Jo. Wie geht's dir denn? Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich fühle mich ziemlich nutzlos, hier rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Also, bist du bereit loszuziehen? Jo. Bereit. Wird Zeit, dass ich von hier verschwinde. Gehen wir. Und ist es bisher niemandem gelungen, dich umzulegen, Kate? Noch nicht. Auch wenn wir es schon häufig versucht haben. Piper nach. Ich schick mal wieder nach Hause, wa? Obwohl, die kann ich gar nicht nach Hause schicken. Ach, dann kommt die dahin. Habe einen neuen Begleiter. So. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. Das macht mir bei diesem Job immer am meisten Spaß. Mahagoni Baseballschläger. Geil. So, können wir ihr vielleicht... Man hat es ja so mit Schlagwaffen offensichtlich. Dann würde ich ihr gerne mal... weil wir das da kaum benutzen. Haben wir irgendwas zum Hauen? Wir haben doch hier... Aluminium-Nudelholz des Todes. Ist aber so eher mittel. Ja. 35.
Kann ich das ausrüsten? Noch was zum Hauen? Klinge 33. Oh, warte mal, den. Dann, können wir mal die machen können? Nehmen wir mal die hier. Hast du was Brauchbares gefunden? Ja, hier ist einiges. Ich. Sammeln wir mal euer restliches Geld hier wieder zusammen. Ist hier noch was anderes? Ja, ich hätte mal wieder eine Wackelpuppe. Ich habe schon lange keine mehr gefunden. Ich glaube, hier brauche ich, glaube ich, auch nicht suchen. Mein Gott. Dieses Chaos hier veranstaltet hat, ist schon echt skrupellos. So, hier hat er. Ja, okay. Ich klaue dem sein letztes Geld. Hat er hier noch irgendwas? Ofenhandschuhe, Putzmittel, Postenbügel. Die Dokumente nehme ich immer sehr gerne. Raiderrüstung, bla bla. Nix. Hier oben. Sag mir, wenn. Ja, ja, ich muss nur. Du ja. Schloss brauchst. Oder bei irgendeinem Schloss. Dort reinzukommen, wo ich mich erwünscht bin, ist ein Talent, das ich mir angeeignet habe. Ja, kenne ich. Habe ich auch lange dran gearbeitet. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Haben wir Piper mal abgelegt. Kochstation. Ah ja. Die beschweren sich, dass sie kein Geld haben. Ich habe deren Einnahmen, die ich hier gefunden habe, schon wieder gefunden. Also die ich hier bekommen habe, habe ich schon wieder gefunden. Godlike. Selling. Okay. Habe ich schon vermutet. Ich muss da mal wieder ein bisschen schlauer rangehen. Ich weiß nur nicht, was wir hier drin finden. Ich würde es gerne mal, nachschauen. Na komm, 10 Sekunden sind um. So, was nehmen wir denn hier? Cancers, Traitor, Welcome, Cutting, Belief, Testing, Inquire, Traitor. Traitor 1. So, kein Plan, was das gebracht hat, aber vielleicht sehen wir es ja gleich. Hier ist zum Beispiel so ein. Ja, wir können jetzt die Expertenschlösser aufmachen. Ich freue mich. Wir haben ja genug Haarklammern. So. Patrone, Patrone, Patrone. Patrone, Patrone. Impro-Pistole können wir behalten. Bleirohr, Kaffeekanne, was habt ihr so? Hi. Das hier ist kein Ort für dich. Hi. Wie wär's, wenn du jemand anderem auf die Nerven gehst? Nehmen wir das mal, ne? Tommy, Tommys Rule Nummer 1. No fight outside the cage. Kein Geld, kein Eintritt. Sonst hätten die ihr Leben lang da rumgesessen und die Option, die zu befreien, hatte ich nicht. Das war das Menschlichste, was ich tun konnte. So, wir wollten jetzt eigentlich zur Burg gehen, ne? Genau. Dann haben wir das ja erledigt. Für wen sollte ich das? Das war im Radio, glaube ich, ne? Mir das mal anzugucken. Dann für die Freiheit. Ich dachte gerade, ich hätte da was gesehen. Was haben wir hier?
Da ging noch gerade ein Mensch. Jetzt teilen wir das unter uns auf, ja? So in etwa. Geben wir das schon mal und dann. Ja. Na klar. Set. Ups. Halt. Ah, verdammt. Behalt aber dein Hemd an. Ne, ne? Die sind auch echt scheiße blöd, ne? Wer ist da? Ist keiner. Oh Gott. Habe ich mich leider ein bisschen vom Hund verjagt. Wie kann man das denn nicht hören? Hörst du das? Geile Frage. DB Technical High School. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das kann sie dann gleich anziehen. Das war's. Wo ist er denn jetzt? Kate? 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 Da! Madame! Hey! Ja? Wollen wir ein paar Sachen tauschen? Tatsache, hier, du kannst. Du kriegst von mir. Die hier. Die hier von mir aus auch noch. Wenn ich das Totenkopf haue, haltst du das brauche ich noch. So, dann kannst du die anziehen, die. Dann ist sie ein bisschen besser ausgerüstet. Gott, war das dumm. Ich treff den nicht! Irgendwas verfolgt uns. Ja, da. Attackier. Natürlich hört niemand den Menschen mit der Powerrüstung hier rumlaufen. Nein, nein, nein. Was? Ja? Bist du storyrelevant? Offenbar nicht. Wir haben ja noch. Warte, hörst du das? Der weiß auch nicht, wie ihm geschieht, wa? Ich hasse es, verarscht zu werden. Blöde Sau, soll man aufhören, sich zu bewegen hier. Sonst komme ich stehen darüber und dann setzt was.
So, mir reicht's. Ich gehe jetzt darüber. Und Probleme oder was? Putz! 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 Das hat sicher wehgetan. Putz! Putz! So, Pastorengewand. Der wurde mir als Feind angezeigt. Hä? Was gibt's? So, hier. Was dein ist, ist auch mein. Nicht wahr, Schatz? Genau, die weiß schon, wie es läuft. Die hat es begriffen. Piper wollte ja nicht. Hier, du kriegst das noch. Sauber. So. Hat er jetzt irgendwas Wichtiges gehabt, weswegen der hier rumhing? Jetzt sind wir gleich wahrscheinlich voll so ein trauriges Tagebuch und stellen fest, wir hätten den gar nicht umbringen müssen. Er war so ein guter Mensch, so ein lieber Mensch. Mit Haarklammern im Wäschetrockner. So, wo hing der? Hier, ne? Gartenstuhl. Mit seinem Bier. Okay. Keine Ahnung, was der hier gemacht hat. Der ist straight hier nach hinten gerannt und dann ist hier vielleicht irgendwas versteckt. Ich glaube es ja fast nicht, aber es könnte sein. Maulwurstrattenfleisch. Ist hier noch was? Nö. Nö, nö. Nö, nö, nö. Das zu. Ist auch so sonderlich viel ist hier nicht mehr. Alles klar, dann gehen wir im nächsten Part, glaube ich, mal endlich zur Burg der Minutemen. Ich bedanke mich für heute, wie immer, herzlichst fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Part. Tschüss.